Also, ich habe euch ja versprochen, also quasi den neuesten Stand der Wissenschaft euch ganz kurz zusammenzufassen, was die Professoren rausgefunden haben. Die haben also einen Weg gefunden, ein Wirtschaftswunder zu erzeugen und davon dann viel Geld rüber zu pumpen in die Klimaziele. Dann kriegen wir ein reicheres Land, Deutschland, und kriegen trotzdem Klimaneutralität. Indien wird davon inspiriert, China wird inspiriert davon, USA wird inspiriert davon und wir kriegen eine Lösung für das Ganze. So, woher kommt jetzt das Geld? Woher kommt das Geld, das wir dafür brauchen? Ganz kurzes Beispiel. Da vorne wäre jetzt mein Hausarzt. Der würde jetzt in zwei Wochen wäre Stichtag und dann würde er, nachdem er im Fernsehen lauter kostenlose Fernsehsendungen von den Professoren der zweiten Scientist gesehen hätte, wie man Prävention macht, wie man gesündere Ernährung lehrt, wie man gesunden Sport beibringt und so weiter. Und er würde also mir kostenlos, weil ich ja versichert bin bei ihm, also bei meiner Krankenversicherung und ich ihn ja als Hausarzt gewählt habe, würde er kostenlose Gesundheitskurse, Sportkurse, Ernährungskurse, einen eigenen Gesundheitssportverein kostenlos anbieten, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Die ganzen Leute würden in Kontakt kommen, sowas wie so ein Healthy Lifestyle Club oder Health Lifestyle Club sozusagen. Alles kostenlos, alles völlig frei. Kannst du hingehen, kannst du nicht hingehen, kannst du machen, wie du willst. Aber wenn du mal was über neue, gesündere Ernährung erfahren willst, gehst halt mal hin und so weiter. Und dadurch sagt der Arzt Christian Zimmermann, der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Deutschland, er sagt, 70 Milliarden können wir so jedes Jahr locker einsparen. Das ist eine von 20 Reformen, also das ist ein winziger Ausschnitt aus dem Reformenpaket. Und wenn wir davon 60 Milliarden jedes Jahr ins Klima tun, haben wir also einerseits ein Wirtschaftswunder in Deutschland. Die Wirtschaft wird aufblühen insgesamt, weil wir auch 5% Wirtschaftsförderung da vorgesehen haben. Und wir können uns die Klimaziele leisten, alle sind froh und glücklich. Was haltet ihr von diesem Grundansatz? Zum ersten Mal ja jetzt gehört, denke ich von aus. Ja, also hört sich gut an, aber wenn es so einfach wäre, dann könnten wir es auch machen direkt, würde ich sagen. Ja, tendenziell ist es halt immer gut, wenn man irgendwie präventiv was machen kann und nicht die ganzen Kosten hat, die nachher durch falsche Ernährung und so weiter etc. verursacht werden. Die Frage ist halt auch, wie es halt umsetzbar ist, weil wie er schon gesagt hat, wenn es so einfach wäre, wären wir ja schon irgendwo da. Ja, ich kann euch konkret sagen, was die Probleme sind. Ich habe in den letzten Monaten mit Hunderten von Abgeordnetenbüros und dem Büro von Merkel telefoniert und so weiter. Es ist nicht so einfach, weil die es einfach nicht verstehen. Also das, was ihr jetzt so versteht, ist für die nicht so ohne weiteres verständlich. Die denken einfach in alten Kriterien, der Arzt macht was, kriegt dafür Geld, fertig und alles ist gut. Ja? Prävention spielt keine Rolle und so weiter. Die denken also in ganz anderen Welten. So einfach ist es nicht, weil, stellt euch vor, aber gehen könnte es nur über einen einzigen Weg. Die Professoren glauben nur an eine Strategie. Stellt euch vor, hier stände jetzt Greta. Was schätzt ihr, wie viele Journalisten jetzt um uns rum ständen? 1000? Na, sagen wir mal 30 Journalisten. Die Großen im Moment berichtet immer Tagesschau, FAZ, Euronews und. Ja? Also die berichten alle. Welt zum Beispiel ist immer dabei. Und so, ich sehe es im Internet ja, wer veröffentlicht. Ja? Und da sehe ich so ungefähr 20 Sender. Ja? Und die wären jetzt alle hier. Und die wollen das. Und jetzt stände hier Greta und die Frau Merkel stände da. Und Greta würde sagen, liebe Frau Merkel, können Sie uns versprechen, wenn die Professoren Ihnen kostenlos helfen und so viel Geld generieren in den Ministerien, dass Sie uns davon einen Großteil für unsere Klimaziele verwenden, können Sie das hier vor den Kameras versprechen? Das ist also nicht Geld, das sie nicht da ist, sondern neues Geld, was die Professoren ja erstmal erwirtschaften, also ein Zugewinn an Geld, ein Wirtschaftswunder und so. Dann sagt Frau Merkel, ja eigentlich, warum nicht? Das kann ich versprechen. Wenn uns diese Professoren helfen, das zu tun, was wir selber vielleicht nicht hinkriegen, warum nicht? Ich sehe da kein Problem. Und das sehe ich als die einzige Chance. Ja, sehe ich ähnlich. Beziehungsweise es ist halt auch immer ein Problem, wo wir eben Prävention und so weiter hatten. Ist ja auch, da steckt ja auch immer jede Menge Lobbyarbeit dahinter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Pharmaunternehmen wie Bayer oder Ähnliches dann eben wollen, dass eben Gesundheitssport betrieben wird, weil dadurch halt die Medikamente, die
verkaufen und dadurch Geld verdienen, halt nicht mehr verkaufen können, wenn alle gesund leben. Vollkommen richtig. Also das, was du jetzt verstehst und ihr beide versteht, versteht ja unsere Regierung leider noch nicht, dass es nämlich so ist, dass die Pharmaindustrie letztendlich ganz gut lebt von den vielen Kranken und dadurch so wenig Interesse an Prävention hat. Aber deswegen müssen wir der Pharmaindustrie, die ja dabei, die muss ja dann ganz schön sich umstellen. Sie müsste sich ja in Gesundheitsförderungskonzerne, was auch immer sie dann Neues macht, umstellen. Jedenfalls für den deutschen Markt. Der Weltmarkt bleibt ja unverändert erstmal, ja, im ersten Jahr, in den ersten Jahren. Aber dann wird sich auch der Weltmarkt umstellen und wir müssen denen helfen. Das heißt, ein Teil der eingesparten Gelder müssen wir an die Aktionäre der Pharmaindustrie geben, weil die uns sonst rebellisch werden, uns die Lobbyistenarmeen auf den Hals setzen und wir dann keine Chance mehr haben. Ja. Ja, also ich denke mal, das große Problem sind halt die Lobbyisten. Also ich vermute auch mal, dass die Politiker halt eben keine freie Hand haben, sondern eben von den Lobbyisten gesteuert werden. Und ich glaube, wenn die Lobbyisten einfach, wenn man jetzt sagen könnte, ich wünsche mir die weg und die sind morgen nicht da, dass dann die Politik auch eine andere wäre. Ja, nur die kann man sich nicht wegwünschen, weil die werden ja von den Aktionären bezahlt und machen ihren Job. Ja? Das heißt, wir müssen an die Aktionäre ran. Wenn Frau Merkel sagen würde jetzt, genauso wie ich euch damals versprochen habe, dass eure Sparkonten sicher sind, hat sie damals versprochen, ihr erinnert euch, verspreche ich jetzt den Aktionären der deutschen Pharmakonzerne, dass sie den deutschen Aktionären, dass eure Dividenden halte ich konstant in der Phase des Übergangs, sodass ihr euch darauf konzentrieren könnt und sagen könnt, es ist ja auch für uns als Aktionäre besser, wenn wir plötzlich länger leben können, gesünder leben, fitter sein können und so weiter. Wir wollen das ja auch, ja? Ja, und wir entledigen euch der finanziellen Sorgen. Und dann bleibt trotzdem noch viel Geld übrig für die Klimaziele. Ja, ja. Du denkst jetzt drüber nach, ob wir nicht einen Weg hätten, die, ohne die Pharmaaktionäre zu entschädigen. Ich glaube nicht dran, weil die sind finanzkräftig, die haben Macht in Deutschland, die haben Lobbyisten, die können jeden bezahlen, dass er sogar Killer schickt, wird's gesagt. Wir müssen uns mit denen arrangieren. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. So leid es uns vielleicht auch tut, aber ich sehe keinen anderen Weg. Ja, verschwinden werden die halt nicht. Es ist halt die Frage, wie man mit denen umgehen kann und vielleicht deren Meinung umpolen oder halt die Lobbyisten dazu bringen kann, eben für andere Sachen einzustehen. Und vor allem auch, dass die Aktionäre sagen, liebe Lobbyisten, wir unternehmen nichts gegen die Reform, denn Frau Merkel hat uns ja zugesichert, dass sie unsere Dividenden, unsere der deutschen Aktionäre hier konstant hält. Wir können natürlich nicht für jeden Aktionär auf der Welt das garantieren, aber für die in Deutschland lebenden Aktionäre können wir das konstant halten, die Dividendenausschüttung, und können sozusagen der Industrie über diesen Wandel hinweg helfen. Und dann bittet Frau Merkel die Leute, bitte dann schickt uns keine Lobbyisten, sondern beschäftigt euch damit und beschäftigt euch mehr mit der Wende zur Gesundheitsförderung. Ich glaube, dass wir sogar mit der Frau Merkel diese Wende schaffen können. Denn so, sie ist immerhin eine denkende Physikerin und sie kann da mitgehen. Und wenn das Greta Thunberg ihr gut anbietet, dann warum soll sie da nicht mitgehen? Sie ist doch nicht gegen uns, würde ich sagen. Ja? Sie will uns doch nichts Böses, gehe ich von aus. Ja? Oder wie siehst du das? Nee, die will uns auf gar keinen Fall was Böses. Sie will ja auch, sag mal, das Beste für uns alle. Oder für ein gemeinsames, gutes Europa mit einer Zukunft auch. Und hat nur keine Zeit, so über solche neuen Wege nachzudenken. Das müssen wir bringen und das muss die Greta bringen und das müssen die Fridays for Future bringen. Weil Frau Merkel ist so beschäftigt, dass sie über neue Dinge einfach keine Zeit hat nachzudenken. Wir müssen ihr da helfen. Ja, das machen wir ja. Das machen wir jetzt mit diesem Interview. Sehr gut. Das landet nämlich im Vorzimmer von Frau Merkel. Perfekt, dann hoffe ich, die hört uns gut zu.